Moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen zum neuesten Video und das mal auch wieder bei relativ trübem Wetter und da hatte ich gerade eine Idee gehabt, was ich da als Video machen kann. Und zwar das Video über das Verhalten als TÜV-Fahrer, was man da machen soll, dass man wirklich auffällt gegenüber den Autofahrern. Und zwar ist es so, also oftmals ist es so Anfangssaison, dass sowieso die Autofahrer noch nicht so daran gewöhnt sind, dass es den Fahrer gibt. Jetzt ist relativ viel der Fahrer schon unterwegs. Es ist Ende Juni, relativ lang die TÜV-Saison schon angefangen. Aber wenn ich sage jetzt mal, wenn es jetzt zum Sicher geht, dass zum Beispiel ein Foto da jetzt mich sieht, fahrt nicht immer an einer Position, weil zum Beispiel, wenn ihr jetzt vielleicht so fahrt, in der Mitte oder mit wie mehr links, mehr rechts, keine Ahnung, seht ihr euch vielleicht nicht unbedingt, ihr seht euch gar nicht. Das heisst, probiert immer ein bisschen nervös, ein bisschen so links, ein bisschen rechts. Lieber nervös ein bisschen hinten rumfahren. Aber du kannst sicher sein, dass ihr dich seht. Eben, einfach ein bisschen nervös hinten durchfahren. Dass du sicher bist, dass er dich im Spiegel sieht, dass er dich, wenn er im Rückspiegel schaut, mehrmals sieht. Weil, ja, es kann gut sein, dass du im toten Winkel fährst und er sieht dich nicht einmal. Dann ist es auch wichtig, zum Beispiel, wenn du jetzt vor einem fährst, im Nebel oder so, vor einem Auto, dass du wirklich mehrmals auf die Bremse gehst. Du musst auf die Bremse gehen und einiges links immer werden, aber einfach auf die Bremse gehen, dass es aufleuchtet, dass er sieht, hey, da ist einer, da ist jemand. Genauso ist es, finde ich, so wichtig so beim Überholen, dass man die Velofahrer überholt mit genug Abstand. Ich mache das beim Auto auch schon, beim Auto ist es wichtig, dass man die Velofahrer nicht überfährt, aber beim TÜV finde ich es auch wichtig. Ich finde das halt mit Respekt zu, dass wirklich der Velofahrer richtig viel überholst, nicht fast im Bein fährst oder Velofahrer, Fußgänger, was auch immer. Dann ist es auch wichtig als TÜV-Fahrer, auch wenn es oftmals chillig ist, dass du wirklich deine Geschwindigkeit haltest. Es ist oftmals chillig so, ja komm, ich fahre nur 70 und so. Sind wirklich aufmerksam, und schauen ab und zu auf den Tacho. Weil mir jetzt das auch schon gegeben, na gut, jetzt war ich auch nur 75, 73, aber es ist mir eine Kurve, es ist rutschig, ich muss schauen. Da könnt ihr nachher wieder beschleunigen, jetzt habe ich gesehen, jetzt war ich schon wieder über 80. Aber es hat das schon aufgegeben, dass ich bei einer ganz normalen Strecke, wo ich gute 80 können fahren konnte, dass ich einfach nur 70 gefahren bin. Und ich finde, als TÜV-Fahrer, man muss so klar in der Birne sein, dass man wirklich die Geschwindigkeit haltet. Weil wenn man schon mit Geschwindigkeit nicht aufmerksam ist, mit wie geht es denn weiter, dann ist man nicht aufmerksam. Der Verkehr ist nicht aufmerksam, oh, da kommt eine Straße, da kommt ein Kreisverkehr und dann fahren wir schon im Kreisverkehr rein oder was auch immer. Also immer 1000% Fokus. 1000%. Ich bin letztens baden gegangen, mit dem TÜV sind wir angefahren und ich habe gesagt, wenn ich, also ich trinke ein bisschen Alkohol, aber ich bin dann noch, nachdem ich Alkohol getrunken habe, über 5 Stunden habe ich keinen Alkohol mehr getrunken, bis ich TÜV gefahren bin. Oder? Über 5 Stunden und habe auch gegessen. Ich habe viel Wasser getrunken und so. Und für mich ist es so, wenn du TÜV fährst, immer nicht 100% Fokus, sondern 1000%. Also immer total fokussiert sein auf den Verkehr. Total fokussiert sein auf den Verkehr, weil sonst kommt das nicht gut. Ich finde auch achten, also was auch wichtig ist auf den Verkehr, wie auf den Verkehr. Kann ich noch reden. Und zum Verkehr zu achten ist, zum Beispiel jetzt, schaust, zum Beispiel jetzt fährt da einen runter. Gut, so schnell kann ich nicht bremsen, liege ich auf dem Ranzen, wenn ich so fest schnell muss bremsen, dann ist es noch nass. Aber schaut immer voraus, schaut, jetzt sehe ich da, links, kommt das Auto raus. Ich sehe hinter mir, hat's zwei Autos. Jetzt sehe ich, okay, vielleicht bremst jetzt der Auto vor, weil ich jetzt vielmals links auf der Autobahn. Nein, der bremst nicht runter. Du musst die Geschwindigkeit ein bisschen runternehmen, dass du nicht zu nahe rauffährst. Einfach so, wirklich so auf viele Sachen schauen, ist noch wirklich wichtig. Jetzt muss ich dann links durch, da schon mal blinken. Und jetzt schaue ich da rechts, dass genau die, die runterkommt. Dass der mich nicht sieht, doch er sieht mich gut. Da vorne jetzt ist ein weißes Auto gekommen. Gut. Und, oder,
so ist ein bisschen, um euch zu zeigen, auf was man schauen muss, Tollendicke schauen. Genau. Da schauen, ob Katzen drüber rennen. Nein. Und wirklich, und dann da, wo ihr scheisset aufs Auto hinter euch. Dann bremsbereit sein, weil es nicht so nicht, wenn ihr dann die Katze überfahrt. Oder? So, und jetzt haben wir wieder 50 drauf, das ist ja 50er Strecke. Jetzt müssen wir beschleunigen. Und da passt auf, bei so Weg, Feldweg, Hof, Einfahrt, was auch immer, lässt es oft wirklich Eis am Boden. Und gerade mit dem TÜV ist das natürlich nicht so toll. Das ist auch immer frech, wie zum Beispiel bei der Risikozone, wie ab und zu die Autofahrer so weit in meiner Fahrspur sind, nur weil ich als TÜV-Fahrer nicht viel Platz brauche. Aber wenn ich jetzt das Auto wäre, also nicht unbedingt nur bei der Risikozone, wenn ich jetzt das Auto wäre, dann bräuchte ich um einiges mehr Platz. Aber weil ich ein TÜV bin, dann die Autofahrer fast auf meiner Seite fahren. Also das kennt sicher jeder, der von euch TÜV fährt, auch die Situation, die ich gerade erzählt habe. Dann würde ich sagen, wer es sei, schreibt gerne in die Kommentare, wenn euch irgendetwas aufgefallen ist, was wichtig wäre oder was man noch anhängen kann. Und dann sage ich Tschau miteinander, euer Obscura 94.